Herr Präsident, Herr Kommissar! Ohne eine eigenständige Analyse und Reflexion wird eine gemeinsame EU Außenpolitik in diesem Konflikt nie aus den ritualisierten Interpretationen und Schuldzuweisungen herauskommen. Und ja, Herr Tannock, Sie haben recht, wir reden immer wieder über eine weitere Zuspitzung. Und deshalb glaube ich, muss Politik zugeben, wenn sie Fehler gemacht hat. Ich halte die getroffene Linie der EU Außenpolitik hinsichtlich der Entwicklung in der Ukraine für konsequent, aber für falsch. Sie verweigern sich wesentlichen Elementen der Genesis der Zuspitzung um die Ukraine, den langjährigen Verbindungen zwischen EU-Kommission und ukrainischen Oligarchen, zum Beispiel Herrn Pintschuk, deren Macht der Maidan gerade gebrochen sehen wollte, den reichlich sprudelnden US-Geldquellen für das Agieren schillernder Figuren wie Oleg Rybatschuk oder die gesellschaftlichen Gefahren, die sich aus der Macht und dem Handeln von Swoboda und dem rechten Sektor sowie den angelaufenen politischen Säuberungen der neuen Herrschenden ergeben. Und ich glaube, wir müssen anerkennen, dass es sich vollziehende Veränderungen im ukrainischen Prozess handelt, bei dem es immer stärker um sozialökonomische Fragen geht, der selbst nicht mehr von der zu Recht aufbegehrenden studentischen Mittelschicht in der Hoffnung auf demokratische Verhältnisse, sondern von den Arbeitenden in der Region um ihre Zukunft getragen wird. Dieser Protest hat begonnen, sich selbst zu organisieren, und die EU und die USA werden Putin, wie Putin einen Teufel tun, sich mit diesem Protest zu verbünden oder ihn gar als Territorium anzugliedern. Danke.